Juppie, Juppie, ich werde dich finden. Ich bin mir sicher, du kannst mich hier nicht finden. Auf geht's, Missy Fu. Heute ist das Ballonabenteuer. Ich freue mich, Tati. Komm, lass uns in den Korb gehen und den Ballon aufblasen. Puh! 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 Das ist unmöglich, Tati. So bläst es sich nicht auf. Res, ries, dras, der Ballon wird aufgeblasen. Juhu! So cool! Schau mal, da unten ist unser kleines Haus. Wie winzig es ist. Tschüss, kleines Haus. Schau dir die Stadt an, Missy Fu. Wirklich wunderschön. Und da hinten ist auch das Haus von Hermonin. Was denkst du, macht er gerade? Mal sehen. Ich mache mir jetzt erstmal mein Frühstück. Welcher Knopf weiß? Das muss ein anderer Knopf sein. Mein Zauberstab. Es hat aufgehört. Hilfe! Hilfe! Was war das denn? Ich glaube, da ist etwas unter der Decke. Na dann, lass mal nachsehen. Oh, was habe ich schon alles erlebt? Eine Schildkröte! Lass uns auf die Wolke springen. Miau! Tati sagt der Schildkröte, sie soll weggehen. Ja, zum Glück ist die Schildkröte weg. Stimmt's, Tati? Missy Fu, scheint mir, als ob sie zurückkommt. Wieder zurück. Schau, Missy Fu, sie hat den Zauberstab zurückgebracht. Danke, kleine Schildkröte. Gern geschehen. Jetzt werden wir Magie benutzen, um von hier herunterzukommen. Kannst du nicht die kleine Schildkröte auch mit Magie wieder verschwinden lassen? Missy Fu. Okay, lass uns auf eine coole Art und Weise nach unten kommen. Dres, dries, dras, Trampoline werden erscheinen. Ich springe zuerst. Ich bleibe nicht alleine mit der Schildkröte hier. Ich springe zuerst. Wuhu! Juhu! Juhu! Lustig aus. Tortu, es ist nicht fair, sich so hoch zu verstecken.